Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Dark Age 2 Hinter dem Horizont, ein Spiel von... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Vernstar ist es richtig. Ich bin jedoch TrueMG und ich bin heute hier, um euch zu unterhalten. Also, mir sind drei Stellen eingefallen, wo wir noch hin könnten. Und die erste Stelle ist die hier in Steindorf. Ich denke, da könnten wir mal unsere Vogelflugverwandlung einsetzen, um an die Kiste zu gelangen. Also nichts hier mit der Kette, auch wenn es so aussieht, als ob man da hochklettern könnte. Hab ich mich halt geirrt. Dieses Verwandeln könnte man allerdings irgendwie ein bisschen... Ach, Mist. Schneller? Strukturieren? Vielleicht mit Hotkeys 1... Bitte was? Ach, leck mich am Arsch. Wisst ihr, man muss immer ins Menü, dann muss man den Stein der Tiere aktivieren, dann muss man... die Verwandlung wählen, so dann gehen wir hier hin, so dann wieder zurück, dann wieder Stein der Tiere und dann Gion und dann sind wir hier oben und finden einen Zaubersamen und einen Zaubertrank. Das heißt, es ist unser zweiter Zaubersamen und wir haben ihn noch immer niemandem gegeben und das werde ich auch erstmal so belassen, denn vielleicht kommt noch jemand in die Party, ne, Lorin ist neu, die ist, die kann, die, pff, ja, die hat auch Mana, so wie Daurus, ich spare mir das auf. Nun gut, dann verwandeln wir uns mal wieder zu... Nicht die Urkunde und Schlüssel. Mal wieder zurück in einen Vogel. Und könnten rein theoretisch versuchen, an dem riesigen Baum dort rechts vorbeizukommen, bei dem wir schon mal waren und der so eine Art von Boss ist. Allerdings habe ich dazu keine Lust. Der ist wahrscheinlich viel zu stark. Und von daher sage ich einfach mal... Leck mich, Fledermäuse! Ach so, aus Kämpfen mit Flugmonstern kann man nicht fliehen, wenn man fliegt. Mist. So, und die andere Stelle, wo noch was sein könnte, wäre hier. Da gab es ja das Ausrufezeichen über dem Kopf und er fragt sich, ja, was könnte denn da sein? Wo führt denn wohl das Seil hin? Und jetzt erfahren wir es vielleicht, wenn wir hier einfach mal reinfliegen. Es ist in Räumen nicht möglich, die Form eines Vogels anzunehmen. Weil es Magie ist. Versucht es nicht zu erklären. So, besser nochmal speichern, denn ihr könnt mal wieder zu einem Bosskampf kommen. Vielleicht ein geheimer Boss, denn es gibt geheime Bosse in dem Spiel. Nur weiß ich nicht, wie früh die kommen können. Die sollten natürlich so spät wie möglich erscheinen. Aber das ist ein RPG-Maker-Spiel, das kann dem Spiel egal sein. Ein leerer Eimer. Ja, und das waren leere Kisten und ein nicht benutzbarer Hammer und eine leere Kiste und... Ah, hm, sehr verdächtig. Dynamitstangen benutzen. Achtung, eine Stange wird verbraucht. Davon gehe ich aus. Vorsicht! So, das war unsere letzte Stange. Was könnten wir hier vorfinden? Ein geheimen Boss vielleicht? Guter Mann, ich habe euch befreit. Skelettmann. Skelettmann? Da ist ein Hinweis rechts. Ein Hinweis, ein Hinweis. Die Inschrift auf dem Stein ist unlesbar. Kein Hinweis, kein Hinweis. Aber da, Reis oder Gold. Was immer früher mal in diesem Sack war, nun ist es nur noch Staub. Goldstaub. Reichtum. Wow, ein Monster. Nein, das siehst du nur falsch. Die Grafik sieht für dich vielleicht wie ein Monster aus, aber es ist in Wirklichkeit ein Schweinehändler. Verschwindet, Menschenabschaum. Mit euresgleichen spreche ich nicht. Geht, verlasst sofort meine Zuflucht. Oder ich muss eurem Leben ein Ende bereiten. Monster in Ruhe lassen. Immer mit der Ruhe, wir wollen keinen Ärger. Wir werden gehen. Ich meine, wir greifen ja sonst alles random an. Es sind ja keine Random Encounter, aber es sind Monster-Encounter. Ein Pranger. Das ist was anderes als jemand mit Plot. Vielleicht. Halb verweste Knochen. Halb verweste Knochen. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Halb verweste Knochen. Knochen sind das Endprodukt der Verwesung. Klugscheiß. So, und damit sind wir wieder an dieser Stelle und ab hier lasse ich den Timer starten, denn wir haben im Prinzip ja überhaupt nichts erreicht. Und mit Timer meine ich natürlich der Episodentimer, wie lange diese Episode gehen soll. Nach oben, Weg nach Steindorf, nach links unsere kleine Farm. Wo? Wo, wo? Moment, ab hier, ja? Ab hier. Nach rechts, Weg nach Primim. Und ich nenne das Primim, weil das Prim mit Doppel-M lustig aussieht. Unsere kleine Farm, klar, ist das wieder ein Farm-Cameo? Unsere kleine Farm. Wie die Serie. Leute, mit denen man reden kann. Ja gut, warum nicht? Ist das Harvest Moon?
Schmatz, Schmatz. Hm, diese Früchte sind einfach einmalig. Ich esse sie allen anderen Leuten weg. Hallo, ich bin Heinz Karl, der Typ mit der grünen Haut. Oh, Entschuldigung, ich wollte natürlich keinen Brokkoli beleidigen. Mein Bruder und ich sind unschlagbar im Verstecken. Ihr könnt uns ja herausfordern. Sprich mit meinem Bruder Karl-Heinz. Nein, danke. Richtig, richtig. Bock Bock ist genau das, was ein Hahn macht. Entschuldigung, ich meine natürlich, in Wirklichkeit ist das ein laufender Butterriegel. Die Grafik sieht halt jetzt nur gerade für mich so aus wie ein Hahn. Tut mir leid. Es ist harte Arbeit, unsere kleine Farm zu betreiben, aber nichts in der Welt würde ich lieber tun. Ja, irgendwer muss es ja tun. Brunnen? Der Brunnen ist mit Wasser gefüllt. Das würde ich doch hoffen, sonst haben die Leute hier ein großes Problem. Meine Lebensmittel kaufe ich immer hier auf der kleinen Farm. Es gibt nirgends saftigeres Obst oder knackigeres Gemüse. Okay, aber gibt es irgendeinen Grund, warum wir hier sind? Hallo, haben wir uns nicht in Steindorf getroffen? Es freut mich, dass ihr uns hier auf unserer kleinen Farm besucht. Ja, wir haben uns getroffen, das stimmt. Wollt ihr ein paar meine Früchte kaufen? Zeig mal her. Reifer Kürbisdrücke Z, um Ausrüstung zu vergleichen. Was? Aha. Na gut. Dieses Gemüse versetzt einen Gefährten in den Status Blinzeln, wodurch die Ausweichrate erhöht wird. Interessant. Der Scharfgeruch dieses Gemüses weckt einen bewusstlosen Gefährten auf. Diese vitaminreiche Frucht hält bei einem Gefährten 500 PO. Das ist nicht schlecht. Die kleine Farm ist in der Tat nützlich. Wir kaufen mal einen reifen Kürbis und wir kaufen ein scharfes Wurzelgemüse. Das finde ich interessant gelöst, dass solche besonderen Objekte hier auf der kleinen Farm zu kaufen sind. Und vielleicht auch irgendwo anders, denn wir werden sicherlich weit reisen. So, gehen wir mal rein. Wir sprechen nicht mit dem Jungen, denn ich habe keinen Bock aufs Versteckspielen. Denn irgendwie würde ich gerne langsam mal den Plot ins Rollen sehen. Und da habe ich eine Kiste gesehen. Denn, ob man es glaubt oder nicht, ich sehe noch immer keinen Plot. Die Kiste ist mit einem Zahlenschloss versehen. Kenn ich nicht. Scheint nicht die richtige Kombination zu sein. Ich meine, es hatte schon den Ansatz von einem Plot, und zwar als wir den Dämonenpriester besiegten. Dann wollten wir ja zu unserem Großvater gehen und in Erfahrung bringen, ob er nicht vielleicht irgendwas weiß, warum hier ein Dämon herumstreunt, und das wäre ein Anfang für einen Plot gewesen, und dann wurde er leider entführt. Und jetzt haben wir noch immer keinen Plot, außer für den Großvater, aber das ist immer noch irgendwo der Anfang von einem zukünftigen Plot. Hallo, du bist doch Softzen. Ach nein, nein, ich weigere mich. Ich weigere mich. Nein. Nein, jetzt setzen wir uns auch noch hin. Nein. Nein, man muss Cameos nicht... Nein, man muss sie nicht weiter ausführen. Nein. Ich weigere mich, mich in dieses Gebiet hier zu begeben, das Gebiet der Cameos. Es gehört hier nicht hin. Selbst wenn es hingehört, es ist ein schlechtes Cameo. Natürlich habe ich gerade alles übersprungen und kann das nicht beurteilen. Man soll mir sowas nicht geben. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Es ist ein Spiel, da kann ich machen, was ich will. Prim im Westeingang. Okay, aber warum hängt hier so ein Dings? Eine Zielscheibe. Da liegt verbrannter Fisch auf dem Rost. Gehört das alles dem Goblin? Ja, dann soll er mal weiter seinen Dingen nachgehen. Ich meine, er hat uns nichts getan, er hat uns nicht angegriffen. So, willkommen in Primim. Wartet! Was ist los? Innerhalb der Stadtmauern werde ich mein Gesicht verbergen. Ich hörte, Imperator von Dument soll eine starke Abneigung gegenüber Elben hegen. Sie hat recht, wahrscheinlich ist es besser, wenn man nicht sieht, dass sie eine Elbin ist. Du musst dir nur die Ohren verdecken. Nun bin ich völlig unauffällig. Gehen wir. Jetzt ist sie absolut nicht verdächtig. So. Die haben alle erstaunlich pinke Haut. Aber ich würde niemals sagen, dass es Schweinemenschen sind. Willkommen in Primim. Ihr kommt gerade recht. Imperator von Dumenti ist dieser Tage in der Stadt. Oh, super. Einfach unglaublich. Wann hat man schon die Gelegenheit, Imperator von Dumenti mit eigenen Augen zu sehen? Ich hoffe, er hält eine öffentliche Rede. Hast du zufällig gesehen, ob imperiale Soldaten einen älteren Herrn nach Prim gebracht haben? Ja, die sind vor einigen Stunden zur Burg marschiert. Kennt ihr den Alten? Nein, nein, nein. Wir haben das nur auch gesehen und...
Dachten so, ha, das war ja voll witzig und wollten uns mal erkundigen, ob andere Leute das auch gesehen haben, damit wir gemeinsam lachen können über die Abfuhr dieses alten Mannes. Der hat sicherlich verdient. Nicht auffällig werden. Nein, wir haben nur gehört, dass imperiale Soldaten einen alten Mann gefangen genommen haben. Da haben wir uns gefragt, warum sie so etwas tun sollten. Er wird wahrscheinlich etwas angestellt haben. Imperiale Soldaten nehmen Menschen nicht einfach ohne Grund gefangen. Menschen! Niemand! Ich meine, wahrscheinlich hast du recht. Ja, seht ihr, die haben gar nicht mal so einen schlechten Ruf. Außer, das haben die eingeprügelt bekommen, dass sie gefälligst keinen schlechten Ruf haben. So viele Leute, schon wieder so viele Leute. Normalerweise rede ich gerne mit Leuten, aber ich hätte langsam mal gerne Plot. Bisschen Plot. Das Haus vielleicht. Dieses Haus gehört Tullius Gunst. Er ist einer der reichsten Einwohner Primims. Da der Imperator sich zurzeit in Primim aufhält, hofft Tullius, dass Magister Mungus ihm eine Audienz beim Imperator gewährt. Er hat schon vor Tagen darum gebeten, aber bis jetzt noch keine Antwort erhalten. Warum verrätst du mir das? Und wer bist du? Ich bin sein persönlicher Leibwächter, der alles über ihn verrät. Tullius befindet sich zurzeit nicht im Haus. Falls ihr also mit ihm sprechen wollt, müsst ihr später wieder kommen. Sein Leibwächter befindet sich also gerade nicht... Moment. Derjenige, der ihn bewachen soll, befindet sich gerade nicht im Haus. Und ganz offensichtlich auch nicht hier in der Umgebung. Was macht der Leibwächter hier, nicht bei ihm? Wir versuchen es mal mit der Redegewandtheit. Mal sehen, was wir uns jetzt wieder aus dem Arsch ziehen. Der Imperator hat uns geschickt, um uns ein wenig im Haus umzusehen. Wir sollen überprüfen, ob es sicher genug für einen Besuch des Imperators ist. Oh, jetzt habe ich aber gelb gestinkt. Was? Imperator von Dumont zieht in Bewegung, herzukommen. Das wird Tullius aber freuen. Bitte, geht hinein und seht euch um. Ich bin der Leibwächter dieses Hauses, nicht der Person. Vielen Dank. Hurra, wir bescheißen Leute. Was ja im Großen und Ganzen okay ist, aber es ist keine Herausforderung. 100 Gold erhalten. Also ich habe mir sagen lassen, in Teil 1, das ist ja Teil 2, ne, Dark Age 2, in Teil 1 soll es diese Fähigkeit ebenfalls gegeben haben, aber die soll man viel, viel später erhalten haben. Und da, ja, und das wäre eigentlich genau die Reihenfolge, die ich mir hier gewünscht hätte. Jetzt haben wir es quasi schon von Anfang an und man sieht keinen Unterschied zu vorher. Hier sind einige Bücher über Familienmitglieder der Familie Gunst. Das ist schön. Booby Lady. Die meisten Ladies haben Boobies. So. Anscheinend gibt es aber nicht sehr viel mehr als 100 Gold im Haus des reichsten Mannes der Stadt. Da könnten wir vielleicht als Maus durch. Vielleicht gibt es doch ein bisschen mehr. Als Eichhörnchen. Piep, piep. Wer stellt eine Kiste in einen Kamin? Vor allen Dingen, wie soll das gehen? Ist die oben eingeklemmt? 600 Gold erhalten. Oder dort ist ein Geheimgang hinter dem Kamin. Aber wir sind eindeutig den Kamin hochgelaufen. Ja gut, wegen der Perspektive muss das nicht unbedingt so sein. Friss mich, Katze! Friss mich! Und wir kamen nie wieder raus. Stattdessen lief nur ein Eichhörnchen hinaus. Schade, ich dachte, er spricht mit uns. Wer ist das? Fiep, fiep. Gion? Bitte lass mich, ich muss nachdenken und brauche Ruhe und bin sicherlich nicht der vierte Protagonist. Okay, nicht vierter Protagonist. Bedrückt dich irgendetwas? Lass mich einfach alleine. Gabe der Redegewandtheit. Hey, Junge, Junge! Oh, Tatsache. Eine Frau. Meint die mich? Noch eine Protagonistin? Jetzt bin ich verwirrt. Was zur Hölle tust du hier? Ich hab dir schon überall gesagt! Komm schon, der Imperator möchte dich sprechen. Dann muss sie zur bösen Seite gehören. Ich bin schon auf dem Weg. Wer war denn das? Keine Ahnung, aber sie hatten Faces. Von daher sind sie wichtig. Mein Bruder lebt in der imperialen Hauptstadt Zand. Sobald ich wieder das Geld gespart habe, werde ich ihn besuchen. Ah, das ist nördlich von Steindorf. Wart ihr schon mal in Zand? Nein. Nein, noch nicht. Oh, dann sollte ich unbedingt mal dorthin reisen. Die imperiale Hauptstadt ist immer ein Besuch wert. Schön, aber wo ist jetzt unser Opa? Opa! Hier irgendwo, die haben alle so gefärbte Haut. Langsam gehe ich davon aus, dass das nicht absichtlich ist.
Brücke noch nicht von Fallen getroffen werden. Wahrscheinlich hatte der Entwickler einen schlechten Monitor. Oder schlechte Augen. So viele Leute! Ich habe schon mit vielen Leuten in der anderen Stadt gesprochen. Langsam reicht's doch mal. Wir interessieren die jetzt nicht mehr. Kommt, wir suchen jetzt Plot. Bist du Plot? Du siehst wichtig aus. Du könntest Plot sein. Hallo. Das stört mich jetzt nicht. Ich bin ja an der großen Sache auf der Spur. Du bist kein Plot. Du siehst eher aus wie eine Sidequest. Und was ist das für eine große Sache? Vor allen Dingen Bücherwurm. Er ist einfach nur Bücherwurm. Hallo. Nein, nicht jetzt. Er ist so in seine Bücher vertieft, dass er dich nicht mehr bemerkt. Ja, dann wird unsere Redegewandtheit auch nicht helfen. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich will jetzt Plot, verdammte Scheiße! Pub, im Pub erfährt man immer irgendwas Tolles. Da kann man wahrscheinlich irgendwas kaufen da rechts und... Ich schätze mal, die imperialen Soldaten sind Richtung Schloss gegangen, wo der Plot weiterzugehen schien. Dann gehen wir da hin. Nochmal besser speichern, bevor irgendetwas Schröckliches schief geht. Wir spielen schon seit 2,5 Stunden und irgendwie kommt noch nichts ins Rollen. Es läuft sehr langsam ab hier. Ich habe gehört, in Steindorf hat der Priester Dorfbewohner gefressen. Priester? Ja, ich gehe doch schnell nicht mehr in die Kirche. Vielleicht ist unser Priester auch ein Menschenfresser. Das kann sein. Vielleicht stecken die alle unter einem Hut. Links Prim im Westausgang, unten Prim im Südausgang, rechts Burg Prim. Burg Prim ist auch das Gefängnis. Muss ja nicht zusammengelegt sein, könnte getrennt sein. Hallo. Halt! Solange Imperator von Dument sich in Prim aufhält, ist Zutritt zur Burg verboten. Könnt ihr nicht eine Ausnahme machen? Es ist wirklich wichtig. Wir müssen seine Anordnung, widersetzen und einen Gefangenen befreien. Euer Anliegen wird wohl warten müssen. Tut mir leid. Isst du schon wieder Brötchen während der Schicht? Macht keinen Ärger und geht wieder nach Hause. Das lief ja gut. Was? Lorin hat recht. Lass uns warten, bis es Nacht wird. Dann werden die aber immer noch dort stehen. Ich bin doch nicht so weit. Wo geht's denn rechts weiter? Fässer. Eine Fasslager-Map. Na gut, das kann man machen. Aber irgendwie... Na, wahrscheinlich soll man dann rechts hin und... Dinge tun, nachts. Vielleicht auf die Zinnen klettern oder... Vielleicht ist da wieder irgendwo ein Loch. So, initiieren wir diese ganze Szene nochmal. Solange... Ja, ja. Ja, 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 ja. Fischbrötchen essen, ja. Was? So, jetzt warten wir mal bis nachts. Und haben eine ganze Menge vom Dorf einfach nicht mitgenommen. Aber wisst ihr, wie viel Spielzeit wir dann hätten? 3 Stunden wahrscheinlich. Ach so, wir haben nicht einfach nur gewartet, wir haben übernachtet. Kostenfrei, hoffe ich. Vielleicht sollten wir doch etwas Proviant kaufen, bevor wir zur Burg aufbrechen. Hätte dir das nicht am Tag einfallen können? Nachts haben die meisten Läden nämlich geschlossen. Zumindest in unserer Realität. Ich darf das nicht so laut sagen, aber ich finde, Imperator von Dument hat etwas Dunkles an sich. Sein scheinbar unbegründeter Hass auf das Elbenvolk bereitet mir große Sorgen. Warum? Die Elben haben den Menschen nie etwas getan. Dennoch verachtet er sie zutiefst. Und daraus macht er kein Geheimnis. Für die meisten Einwohner des Imperiums ist Imperator von Dument gottgleich. Und seine Meinung wiegt viel beim gemeinen Volk. Wenn wir nicht aufpassen, steuern wir auf einen Krieg zu. Was? Das habe ich nicht gehört. Ich habe immer noch nichts verstanden, junge Frau. Oder Mann. Oder sind Sie ein Schwein? Ich kann es nicht erkennen. Wenn der Imperator von Dument wirklich bewusst auf Krieg aussehen sollte, was ich nicht hoffe, dann, meine Freunde, bekommt er ihn auch. Ja, wer das provoziert, klar. Also ich spüre, dass hier Plot ist. Ich spüre den Plot, aber... Alkoholisches, ja. Da läuft irgendein Plot im Hintergrund, aber es erzählt nicht genug davon. So, Zeug kaufen. Haben wir jetzt noch Läden offen? Die Nachtmaps sind eigentlich ganz hübsch. Oh, so ein Glück, sie haben noch nicht geschlossen. Puh, sind wir Trottel.
Hallo Abenteurer, seid gegrüßt, wollt ihr euch umsehen? Euer Glück wird, dass wir auch nach... Ja, euer Glück, dass wir auch nachts geöffnet haben. Es war Glück. Wir wussten es vorher nicht. Zeig mir deine Waren. Kaufen, so, mal sehen, was haben wir denn so alles? Heiltränke. Punkte, dann nehmen wir mal ein bisschen hier mit. Vielleicht nochmal 5 mehr, weil die Gegner ja doch relativ viel abgezogen haben. Zumindest war das bislang so. Ah, er verkauft auch einfach so Dynamit an uns, warum nicht? Das findet man ja in jedem gut sortierten Laden. Denkublatt, Gefährten von negativen Zustandswendungen. Haben wir eigentlich genug? Ambrosiablatt, ich hoffe 4 reichen. Ich nehme aber mal noch einen mit zur Sicherheit. Und Zauberpunkte herstellen ist ganz doll wichtig, weil wir machen nur wirklich Schaden, wenn wir zaubern. So, können wir noch irgendwas verkaufen? Irgendwas Uninteressantes? Ein Zaubersamen, wer braucht das denn schon? So, gut, Eisenschwert kann weg, Eichenstab kann weg, alte Rüstung, das kann hoffentlich alles weg. Das kann man ja leider nicht zurückkaufen, es gibt kein solches RPG-Maker-Spiel. So, dann, Plot, jetzt wird's aber langsam mal Zeit. Aber nicht mehr in dieser Episode. Ja gut, wir lesen ihn das nächste Mal. Anscheinend ist er ja wichtig. Hat euch diese Episode Spaß gemacht, dann schaut auch in die alten, aktuellen oder zukünftigen Videos hin. Dann habt ihr mal was zu tun. Bis zum nächsten Mal.